Moin Leute, was geht? Mein Name ist Idrimscom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu Battlefield Hardline. Ich habe die Demo schon angezockt und bin hin und weg. Man fühlt sich wie im Krieg. Wir spielen jetzt Überfall, da gibt es Polizisten und Räuber und das Spiel ist einfach Wahnsinn. Ich werde mir Battlefield Hardline holen, war von allen Battlefield-Teilen bisher nur negativ überrascht, weil mir haben diese Spiele bisher nicht gefallen. Aber Battlefield Hardline, das muss ich euch ganz ehrlich sagen, das sieht cool aus, das macht mir auf jeden Fall Spaß. Und man fühlt sich wie im Krieg. Das fängt schon an, wenn ich die Waffe abfeuere. Achtung. Realismus. Realismus hier. Das hört sich einfach cool an. Die Knarre hier einfach herrlich und auf der PS4 mit dem Wassereffekt herrlich. So muss ein Battlefield sein. So muss es sein. Und mir macht die Demo richtig viel Spaß. Das leckt hier ein bisschen. Okay, das ist ganz normal. Ich habe nur keine Ahnung, um was es jetzt hier genau geht. Ich glaube, wir müssen irgendwie einen Tresor öffnen. Bin mir aber nicht genau sicher. Versuchen wir jetzt einfach mal, wie weit wir kommen. Aha. Da ist die dicke Tresortüre aus mehr... Ach, verdammte Polizei. Headshot, du verdammter Bulle, Alter. Ups. Habe ich das laut gesagt? Scheiß Bulle, Mann, Alter. Der will mich verarschen. Wie komme ich jetzt hier am besten rein in das Scheißspiel? Du hast keinen Boost in dein Inventar. Was interessiert mich das? Ich will jetzt in das Spiel rein. Was denn das wird? Also, jetzt. Okay. Wie ihr seht, es leckt ein bisschen. Macht aber auf jeden Fall eine Menge Spaß. Wenn wir schon nichts treffen, dann treffen wir hier ein paar Puppen. Dann können wir auch mal hier... Das ist cool. Das ist schön. Das gefällt mir. Hier im Raum hört sich die Kugel anders an. Gedämpfter. Man kann Motorrad fahren, Helikopter fliegen, Basejumpen. Es ist alles möglich in dem Spiel. Man kann auf den Boden robben. Das ist natürlich besonders schön. Das hat mir besonders angetan, dass man hier auf dem Boden auch robben kann. So. Grenade! Oh, fuck! So, jetzt genau. Und die Hand, die ist auch wirklich am Boden. Das macht das Spiel auch noch ein bisschen interessanter. Und dann noch hier ein bisschen rumballern. Das ist geil. Das macht süchtig. I love it. I love it. Battlefield Hardline. Bestes Spiel, was ich bis jetzt gezockt habe. Das macht mehr Bock als GTA, als ich es zum ersten Mal gespielt habe. Mehr Realismus. Man fühlt sich wie im Krieg hier. Schaut es euch an hier, Alter. Holt euch... Gottes Welt, ist das geil, verdammte Scheiße. Ich liebe es, Entschuldigung, dass ich so ausflippe. Aber ich liebe es einfach. Battlefield Hardline ist Hammer. Oh ja, das will ich haben. Oh ja, fucking geil. Jawohl. So muss das sein hier, Digga. Oh, herrlich. Das ist Krieg, Digga, das ist Krieg. Das ist Krieg, Mann. Nur ich treffe halt nichts. Das ist bei mir das Problem. Weil die Leitung spackt. Aber, wie schon gesagt, das Spiel macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und das wird wahrscheinlich das beste Spiel, was ich bis jetzt in meinem Leben gezockt habe. Ich empfehle es jedem. Auch Leuten, die von Battlefield bisher enttäuscht worden waren. Das ist auf jeden Fall Hammer. Das Spiel wird es auf jeden Fall nicht ab 16 geben, sondern das gibt es ab 18 Jahren. Das steht schon mal fest. Besonders dieses Bild, Last of Sweden, das sind echte Bilder hier von echten Menschen, Digga. Oh, nice, oder? Oh, schön die Waffe nachladen. Das sind meine Eindrücke von Battlefield Hardline. Sie sind überwältigend. Und ich meine überwältigend der Demo-Version, was ich bis jetzt gesehen habe, sind das auf jeden Fall 99 Punkte von 100. Somit ist das beste Spiel, was ich bis jetzt gezockt habe. Wenn das noch besser wird, dann wird's geil.
Haut auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal, euer Gamescom auf der PlayStation 4. Was haltet ihr von Battlefield Hardline? Schreibt's mal in die Kommentare. Und bis dann. Ciao. Wow.